Kennst du das, wenn du die ganze Zeit auf eine Sache hinarbeitest, manchmal auch unbewusst, und auf einmal passiert die Sache dann und es fühlt sich so unreal an? Nee? Okay. Haben wir's? Ist alles eingestellt? Ich hätte mir zumindest vorher noch meine Nägel machen können. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft, was soll's. Okay, wir legen los. Oh mein Gott, ich kann es immer noch nicht glauben, aber es geht nach New York und Miami. Es ist so crazy. Ich war das letzte Mal vor wirklich langer Zeit dort und ich habe einfach beschlossen, warum die Reise alleine gehen, wenn ich doch alles dokumentieren kann. Ehrlicherweise, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie es verlaufen wird. Ich habe keine Ahnung, werden die Agenturen mich gut finden, werden die Agenturen mich nicht gut finden, finde ich am Ende überhaupt eine Agentur, die mich unter Vertrag nehmen möchte. Deshalb gehe ich das Ganze eher entspannt an und locker. Einfach weil ich finde, man kann oder man wird mehr enttäuscht, sagen wir es so, wenn man mit großen Hoffnungen dran geht. Und ich bin aber grundsätzlich auch so gespannt, wie ich eben auf beide Städte reagieren werde. Ich werde dich mitnehmen, du wirst mich begleiten auf diese Reise und ich werde dir alles zeigen, was ich nur zeigen kann. Ich werde auch mit meinen Gefühlen ganz ehrlich umgehen und ich freue mich einfach so sehr drauf. Okay, lass uns die Reise zusammen starten. Oh, vielleicht sollte ich mich einmal vorstellen. Also falls du dich jetzt gerade fragst, okay, wer ist diese Person, die dort sitzt und mir gerade erzählen möchte, wie ihre Reise in die USA verlaufen wird. Ich date dich sehr gerne einmal ab und zeig dir, wer ich bin. Hi, ich bin Miriam, Petit Model aus Berlin, Gründerin von der Model Coaching bei Miriam GmbH und Ex-GNTM-Teilnehmerin. Übrigens, 2019 durfte ich Deutschland beim größten und bekanntesten Schönheitswettbewerb weltweit, der Miss Universe Wahl, vertreten. Ich habe schon im Alter von 7 Jahren angefangen zu modeln und ich kann mir ehrlicherweise kein Leben ohne die Arbeit als Model vorstellen. Modeln ist einfach meine Leidenschaft und übrigens, nö, ich habe nicht die klassische Modelgröße, denn ich bin 1,64 Meter und obwohl mir immer gesagt wurde, du kannst mit deiner Größe kein Model werden, habe ich es geschafft. Ich arbeite weltweit seit über 5 Jahren hauptberuflich als Model und darf Kunden wie Nivea, Charlotte Tilbury, Schwarzkopf oder About You zu meinen Referenzen zählen. Weil ich möchte, dass auch andere Menschen als Model erfolgreich sind und weil ich auch weiß, wie verdammt komplex die Modelwelt sein kann, habe ich 2019 das Unternehmen Model Coaching bei Miriam gegründet. Zusammen mit meinem wundervollen Team helfe ich angehenden Models, erfolgreich zu werden. Unser Ziel ist es, dass sie Geld mit der Arbeit als Model verdienen und sich auf Plakaten und in Werbespots als Model sehen. Mittlerweile ist daraus eine Community aus hunderten Models entstanden, die mega Erfolge als Model feiern. Model Coaching bei Miriam steht dafür, dass jeder Model werden kann. Auch du. Warum möchten eigentlich immer alle Models nach New York? Ich kann dir sagen, wieso es so ist, beziehungsweise nicht nur nach New York, sondern in die USA grundsätzlich. Denn dort gehst du hin, wenn du es geschafft hast. Du kommst dort nicht mal ebenso hin. Du musst dich schon in mehreren Ländern etabliert haben. Du brauchst Referenzen, die du vorweisen kannst. Du musst auch einiges an Geld mit der Arbeit als Model verdient haben, um überhaupt diesen Schritt gehen zu können und um das Arbeitsvisum dort beantragen zu können. Das heißt, es ist einfach für jedes Model etwas Besonderes, weil es bedeutet, dass du es schon geschafft hast. Du hast es geschafft. Wenn du die Möglichkeit hast, dort zu arbeiten, hast du es einfach geschafft. Und zwar international. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wenn du nicht in den USA als Model gearbeitet hast, hast du es nicht geschafft. Definitiv nicht. Ich habe auch sehr viele Freundinnen, die haben sich in Deutschland super etabliert, in Europa toll etabliert, aber die möchten gar nicht in den USA gearbeitet haben. Das ist nicht deren Ziel. Sie möchten auch nicht so weit weg gewohnt haben. Fakt ist einfach, in die USA und dort als Model zu arbeiten, ist nicht mal eben so easy gemacht. Das ist an viele Voraussetzungen gekoppelt, die man eben erfüllen muss. Und deshalb, ich denke, das ist der Reiz einfach für die meisten Models, zu schauen, okay, schaffe ich es dort, mich zu etablieren oder eben nicht? Und ich denke, auch für viele ist es grundsätzlich ein Goal, dort mal gearbeitet zu haben. Ich bin aufgeregt, ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich werde mit Annabelle und mit Farina dorthin fliegen. Annabelle ist unsere Schauspieltrainerin in der Modelausbildung und auch jetzt mittlerweile schon eine lange Freundin von mir. Also wir kennen uns schon einige Jahre. Wir haben uns damals bei der Miss Universe Germany Wahl kennengelernt. Ich habe letzten Endes die Wahl gewonnen und sie war mein Runner-up. Also sie war Platz 2 und seitdem verstehen wir uns einfach super gut. Und Farina ist die Fotografin, die bei uns in der Modelausbildung am Shootingtag immer fotografiert. Und auch mit ihr ist einfach eine Freundschaft entstanden. Das heißt, es ist perfekt, dass wir einmal zu dritt hinfliegen und wir werden uns auch einfach mal ein, ich glaube, es ist 18 Quadratmeter groß, das Zimmer. Wir werden uns ein 18 Quadratmeter großes Zimmer zu dritt teilen mit all unserem Gepäck, mit diesen ganzen Koffern. Ach ja.
das kann was werden. Wie werde ich reagieren, wenn Agenturen mich so gar nicht feiern? Ich weiß es nicht. Let's see. Lass uns abwarten. Ich würde statt jetzt sagen, ich bin mental auf jeden Fall auf einem Level, wo mich solche Situationen nicht mehr unterziehen. Ich habe alles schon erlebt in dieser Modelbranche, von richtig gemeinen Bookern bis hin zu richtig gemeinen Kunden. Und mittlerweile geht bei mir alles im einen Ohr rein und im anderen direkt wieder raus. Und ich habe mir auch ein sehr dickes Fell angeeignet über die ganzen Jahre in der Modelindustrie. Muss man auch, definitiv. Ansonsten kann man daran auch kaputt gehen. Aber wie ich dann letzten Endes wirklich darauf reagiere, wenn ich die Agenturen face to face sehe und sie mich so gar nicht feiern, weiß ich nicht. Okay, 1, 2, 3. Now you're in New York. Congratulations, where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. Hier herrschte bis gerade eben noch totales Chaos, weil ich am Packen war. Und wenn ich packe, sieht es immer aus, als wäre eine Bombe explodiert. Jetzt habe ich es aber hinbekommen. 2 Koffer. Relativ ordentlich gepackt. Ich habe mir extra Vakuumbeutel schon vor längerer Zeit besorgt, damit ich mehr Klamotten mitnehmen kann. Und es ist enorm platzsparend. Also ich kann es total empfehlen. Morgen geht es dann einmal nach Frankfurt und am Montag fliege ich dann zusammen mit Annabelle und Farina in die USA. Erst New York, dann Miami. Und ich kann es kaum abwarten. Ich war das letzte Mal in New York, als ich 15 war. Also es ist verdammt lange her. Ich habe diese Stadt geliebt. 2018 war ich aber in Miami. Ich habe dort Neujahr gefeiert und fand es total toll dort. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deshalb, ich freue mich darauf, die Agenturen zu sehen. In Europa habe ich es bereits erfolgreich geschafft, mich zu etablieren. Auch in Kapstadt habe ich sehr gut gearbeitet. Warten wir jetzt mal ab, wie es in den USA aussieht. Wir sind jetzt zum Glück durch alle Sicherheitskontrollen durch. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte etwas Panik, weil mein Reisepass läuft in 2 Monaten ab und ich war mir da nicht sicher, ob wirklich alles klappt. Ich konnte mich online auch nicht einchecken. Das musste ich ja am Flughafen machen, aber es hat geklappt und ich habe hier meine wunderschöne Variety. Und wir werden gleich losfliegen und dann geht's nach New York. Mir gehen sämtliche Gedanken durch den Kopf. Wie werden die Agenturen mich finden? Wie werde ich grundsätzlich auf New York und Miami reagieren? Kann ich mir überhaupt vorstellen, dort zu wohnen? Sehr viele Fragen, auf die ich Stand jetzt noch keine Antwort habe. Selbstverständlich bin ich mir darüber im Klaren, dass die USA ein hartes Pflaster sind. Hier kommt man nicht mal ebenso hin und ich stelle mich schon mal mental darauf ein, dass auch nicht alle so positiv auf mich reagieren werden und auch Sachen auszusetzen oder zu bemängeln haben. We are in New York! Wir sind jetzt offiziell gelandet und sind jetzt gerade im Uber auf dem Weg zum Hotel. Was steht heute noch an? Wir müssen auf jeden Fall einmal kurz in eine Art Drogerieladen oder zu irgendeinem Laden, wo es auch Kosmetikartikel gibt. Ich muss noch, was brauchte ich nochmal? Shampoo brauche ich noch. Eine Haarkur brauche ich. Also es steht einiges auf der Liste. Ich habe extra, weil ich bin natürlich auch hier, um Agenturen zu sehen. Und ich habe es extra so gemacht, dass ich versucht habe, mir den ersten und den zweiten Tag der Ankunft freizuhalten, damit wir jetzt nicht super viel Stress haben. Was ich aber dazu sagen muss, wir haben einiges auf dem Plan. Also das wird für mich hier kein Urlaub und ich glaube auch für Farina und Annabelle nicht, sondern wir haben einiges geplant. Farina hat auch einige Shootings geplant. Auch Annabelle hat geplant, einige Leute zu sehen. Einige kenne ich auch, die hier wohnen und wir sind dann nachher in Miami, da werde ich auch Leute treffen. Also es wird unabhängig vom Leute-Treffen, wird es Arbeiten hoch 10, aber ich freue mich drauf und ich werde natürlich alles begleiten, was ich begleiten kann. Ich werde auch dann einmal im Hotel meine Outfits zeigen und zeigen, was ich vorhabe mitzunehmen zu den Castings und was so grundsätzlich in meine Modeltasche kommt. Also ihr könnt gespannt sein und ich freue mich riesig auf die nächsten Tage. Das ist unser 18 Quadratmeter Zimmer. Zu dritt werden wir uns dieses Zimmer für die kommenden 6 Tage teilen. Das heißt, vielleicht sollten wir darauf achten, unsere Koffer immer schön in einer Ecke zu parken. Wir werden sie auf jeden Fall nicht vernünftig ausbreiten können. Und es wird kuschelig. Es wird wirklich sehr kuschelig, denn viel Platz ist hier definitiv fehl am Platz.
Night Done. Wo habe ich denn hier meine Mädels? Oh, die sind jetzt hier gerade nicht mehr da. Wir werden jetzt auf jeden Fall ins Gym einmal gehen. Wir starten natürlich den Morgen. Hier ist meine Liebste Annabelle. Wir starten den Morgen selbstverständlich mit Sport, so wie es sein muss. Und heute ist ein vollgepackter Tag von Content erstellen. Bis hin zu, was haben wir noch auf dem Plan? Content Brooklyn erstellen. Bridge. Oh, da habe ich jetzt gespoilert. Oh, nee. Das ist ja jetzt, das geht ja aber gut, nicht, Brooklyn Bridge, ne? Ist relativ obvious in New York, ja, oder? Ja. Ja, ja, gut. Wir haben auf jeden Fall einiges auf dem Plan. Wir wollen auch heute shooten, Content erstellen und ich freue mich schon drauf. Aber jetzt geht's und Cookies zum Sport. Achso, ja, Cookies. Hast Cookies. Du schon einen Laden? Ja, ich kriege jetzt geschickt. Achso. Cookies und Pizza gibt es hier. Und Bagels. Ich habe einen Bagelladen. Ja, gut. Das steht heute auf dem Plan. Ja. Geht. Wo ist der Aufzug? Oh, das ist mega cool. Ich weiß gerade nicht, ob wir richtig laufen. Boah, wenn ich mich auf der Kamera sehe, sehe ich einfach nur Brüste. Okay, ich glaube, wir haben uns verlaufen. Nein, doch hier. Das ist ganz nah. Hier ist wieder unser Zimmer. Ja, das ist dann genau hier vor der Linken. Siehst du? Ach ja. Corinna, so, hallo! Das ist alles halt voll! Prost, stell dich das, wenn ich dich dann. Oh! Nein, nein, alles gut, alles gut. Hier ist immer die Außenparty. Ey, das ist echt für die geile Mucke! Sport ist done. Wir waren jetzt frühstücken und ich habe jetzt die ersten Termine zu den Castings bekommen, die hier in New York stattfinden. Es werden noch einige Folgen, aber ich habe jetzt erstmal zwei zugeschickt bekommen. Und ich freue mich extrem, weil es sind beides Agenturen, die auch Petit-Models in der Kartei haben. Das finde ich einfach faszinierend und toll. Und ich habe sogar bei einer Agentur gesehen, dass sie Curvy Petit in der Kartei haben. Kevin von meiner Mutteragentur, der Inhaber, hat mir die Termine einmal weitergeleitet. Und die sind bei der Agentur APM Model Management und Q Model Management. Und beide Termine sind morgen, sind auch gar nicht so weit weg. Also zu der einen Agentur kann ich sogar laufen. Die andere Agentur, da müsste ich einmal die U-Bahn nehmen, aber das passt. Also das ist absolut machbar. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich so extrem und ich bin aufgeregt, weil ich New York an sich als Stadt so toll finde. Ich kenne die Agenturen ja nicht. Das heißt, ich weiß nicht, wie sie auf mich reagieren werden. Ich weiß nicht, ob sie mich aufnehmen oder nicht. Also es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Man wird ja erstmal zum Casting eingeladen und dann wird eben geschaut, passt man nicht, stimmt die Harmonie, wie ist das Book etc. pp. Ich habe übrigens auch mein Tablet mit dabei. Da werde ich jetzt gleich einmal direkt zeigen, welche Bilder ich ausgesucht habe. Der Stil hier in New York ist eher etwas mehr edgy. Also die Agenturen hier feiern jetzt nicht so extrem diese super, super, super kommerziellen Fotos, wo man nur lacht und wo alles shiny und commercial ist. Natürlich kann man auch sich für eine totale Commercial-Agentur entscheiden, aber wenn man sich jetzt mal die Top-Agenturen hier anschaut, die mögen alle gerne diesen Street-Style, edgy-Stil und deshalb habe ich mein Portfolio natürlich dementsprechend auch angepasst und habe es hier schon einmal auf dem Tablet sortiert. Weil das werden dann letzten Endes die Bilder sein, die ich auch den Agenturen zeige. Ich habe natürlich direkt am Anfang auch die Magazinstrecken, also im Prinzip die Fotos, wo ich weiß, Magazinstrecken geben einem als Model einfach Prestige. Das ist faktisch so. Und die habe ich direkt dann einmal an den Anfang gepackt. Und ansonsten habe ich mich halt darauf konzentriert. Man sieht, hier sind einige Beauty-Bilder mit dabei, aber es sind jetzt auf jeden Fall nicht diese super Smiley-Commercial-Fotos. Jetzt suchen wir uns hier unsere Outfits raus. Es wird gleich geshootet. Ich muss mich auch noch auf die Castings vorbereiten. Das heißt, auch noch Casting-Outfits raussuchen etc. pp. Und das mache ich aber später im Laufe des Tages. Ich werde später auch noch ein Petit-Model treffen aus New York. Sie habe ich kennengelernt, weil sie mich vor Jahren mal in ihren Podcast eingeladen hat. Und das steht für heute an. Immer dann, wenn es nicht passt, in den stressigsten Momenten, habe ich jetzt natürlich gerade noch ein E-Casting reinbekommen. Hier in New York, die Tage sind super durchgetaktet und wir wollten jetzt eigentlich gerade rausgehen und Content aufnehmen und auch shooten. Und jetzt habe ich aber dieses E-Casting reinbekommen und werde es natürlich abdrehen.
Ich kann eine Sache sagen, E-Castings kommen meistens zu den ungünstigsten Momenten rein. Ich habe schon E-Castings in der U-Bahn aufgenommen, in der Umkleidekabine, also an sämtlichen Orten. Und das ist jetzt natürlich auch wieder ein Projekt, ein Werbespot, den ich natürlich auch bekommen möchte. Und meine Ansprüche an E-Castings sind auch sehr, sehr hoch. Deshalb selbstverständlich werde ich es machen. Aber man sieht, dieses Zimmer ist super klein und sehr vollgestopft. Wir sind jetzt halt mit 3 Mann drin und ich habe hier keine freie Ecke, ich habe hier keine weiße Wand zur Verfügung und nichts. Das heißt, ich muss improvisieren. Ich werde es jetzt auf jeden Fall einmal abdrehen. Es sollen noch mehrere Szenen gespielt werden. Aber manchmal denke ich mir, zu einem anderen Moment wäre es passender gewesen. Aber da muss man dann durch. Das gehört zu der Arbeit als Model dazu. Man muss flexibel sein, man muss schnell handeln und man muss auch in Situationen, wo es eben mal stressig ist, trotzdem einen kühlen Kopf bewahren. E-Casting abgedreht, ob es jetzt so zu meiner Zufriedenheit ist, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe auf jeden Fall das Beste rausgeholt, was ich in diesem Zimmer rausholen konnte. Man sieht halt echt, hier haben wir in diese Ecke unsere Koffer gestopft. Da ist der Koffer von Annabelle und das ist mein Koffer. Und auch hier ist einfach faktisch nicht wirklich viel Platz. Hier oben schläft Farina, hier unten schlafen Annabelle und ich. New York ist einfach eine sehr, sehr, sehr teure Stadt, ehrlicherweise. Und wenn man etwas mehr Platz hier haben möchte, kostet das entsprechend auch mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro mehr. Und demnach haben wir gesagt, okay, für die Zeit quetschen wir uns jetzt einfach rein. Aber wenn natürlich spontan E-Castings reinkommen, ist es nicht die beste Wahl. It is what it is. Ich drück mir die Daumen, drück mir auch die Daumen für das E-Casting. Hier liegt jetzt auch schon mein Outfit bereit. Hier liegt Annabelles Outfit bereit. Wir werden uns jetzt fertig machen. Und dann geht es in die City. Wir haben übrigens den Plan umgeschmissen. Ursprünglich wollten wir zur Brooklyn Bridge. Dann haben wir entschlossen, dass wir in das Viertel Soho fahren. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir einfach hier in der Umgebung bleiben und hier dann etwas Content erstellen und shooten. Wir sind jetzt hier schon fleißig am Shooten. Wir starten mit Annabelle. Sag mal, da geht's schon los, Miri. Behind the scenes. Was für eine beeindruckende Stadt. Wir nutzen den ersten Tag, um die Stadt an sich erstmal kennenzulernen und auch ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Mein zweiter erster Eindruck, ich bin immer noch so begeistert von New York, wie als ich 15 war. Und ich freue mich zu sehen, was die Stadt noch zu bieten hat. Ich bereite jetzt hier alles für das Casting bzw. für die Castings morgen vor und ich bin jetzt schon aufgeregt. Ich bin jetzt schon aufgeregt und Annabelle hat mir einige Tipps gegeben, weil Annabelle ja auch eine Schauspielausbildung gemacht hat und Schauspielerin ist und sie hat mir einige Tipps gegeben, wie ich meine Aufregung zügeln kann und Becky hat mir auch damals Tipps gegeben zur Miss Universe Zeit, weil zur Miss Universe Zeit allein die Vorstellung, auf so einer großen Bühne zu stehen und dass Millionen Menschen das sehen werden, da wurde ich schon aufgeregt und Becky hat mir super gute Tipps auch mitgegeben und ich werde alle Tipps anwenden, aber ich bin jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, aber ich krieg dann wie, das ist so ein bisschen ein Gefühl, als würde sich alles drehen im Magen und ja, man wird dann einfach aufgeregt. Aber anderes Thema, ich lege hier gerade die Outfits hin, die ich morgen wahrscheinlich tragen werde. Ich bin mir noch unsicher, ob ich direkt in dem Casting bzw. Polar-Outfit hingehe oder ob ich ein anderes Outfit anziehe und das Polar-Outfit dann mitnehme. Und zur Auswahl steht zum einen hier einmal, das ist ein Jeans-Overall, auch relativ schlicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass das auch durchgehen würde, sogar bei vielen Agenturen als Polar-Outfit. Und die zweite Option wäre aber, dass ich hier direkt in der schwarzen Jeans gehe, für Polas eben, weil ganz viele Agenturen erstellen ja auch bei den Castings direkt Polas. Und dann hätte ich einmal zur Auswahl eine schwarze Body Corsage oder einen anderen Body, der ist mehr im Spitzensegment, sieht auch cool aus, oder einfach ein schlichtes schwarzes T-Shirt. Das sind die Dinge, die zur Auswahl stehen. Also
ich muss noch mal überlegen, welches der Outfits ich morgen vielleicht auch einfach mehr fühle. Und natürlich, was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man ein Casting hat, man sollte auch immer entweder einen schwarzen, schlichten Bikini mitnehmen oder eben ein Wäscheset. Und ich bevorzuge ehrlicherweise meistens ein Wäscheset. Deshalb habe ich hier einmal einen ganz schlichten, schwarzen BH, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ein schlichtes, schwarzes Höschen, was ich auch einmal für Polas mitnehmen werde. Und dann, das ist aber Geschmackssache der Agentur, da werde ich gleich nochmal gucken, ob ich Polas von den anderen Models, die schon von der Agentur vertreten werden, finden kann. Weil manche Agenturen bevorzugen ist, wenn man hautfarbene, also nudefarbene High Heels trägt, da hätte ich dann einmal die zur Auswahl. Ich habe aber auch schwarze mit dabei, die sind spitz vorne und haben hier kein Riemchen. Also eins der beiden Schuhe werde ich mitnehmen, da werde ich mal erst stalken, was die Agenturen bevorzugen. Aber so sieht's aus. Fingers crossed. Ich hoffe, dass es klappt und dass wir gut harmonieren, weil man muss einfach bedenken, es ist ein komplett neuer Markt und da muss auch ich mich wieder beweisen. Von daher mal sehen, wie es wird. Und das passiert in der nächsten Folge. Du wirst erfahren, wie die Modelagenturen auf mich reagieren. Bekomme ich noch genügend Agenturtermine rein? Und wollen die Agenturen überhaupt mit mir zusammenarbeiten? Schaffe ich es, meine Nervosität unter Kontrolle zu bekommen und die Agenturen mit einer souveränen Art zu überzeugen? Es bleibt spannend.